Nee, ich halte es nicht für sinnvoll abzubrechen. Jetzt müssen wir halt mal. Da müssen wir jetzt durch, Freunde. Augen zu und durch. Ich finde, was du tust, ist etwas Wundervolles und Wunderschönes, Sibyl. Solange ich deinen Mutantenstatuen-Nachwuchs nicht sehen muss. Es ist sehr edel von dir, neues Leben in die Welt zu setzen und es zu Größe zu führen. Oder schaff's wenigstens in einen finsteren Keller, wo es seine abartige Existenz ungesehen von normalen Leuten verbringen kann. Sam! Ich bin nicht hilfreich, oder? Nein. Scheiße! Das ist nicht meine Schuld, Sibyl. Das Hirn sendet meine Gedanken. Vielleicht ist es besser so, jetzt, wo ich weiß, wie du wirklich denkst. Nein, nein, verdreht meine Gedanken. Ich denke, du bist noch genauso attraktiv wie am ersten Tag. Denk nicht fett. Denk nicht fett. Scheiße! Nein! Siehst du nicht, was hier los ist, Sibyl? Das Hirn versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Vielleicht hast du recht, Sam. Ja. Wir sollten zusammenarbeiten. Ja. Aber nicht zu nah zusammen, weil ihre Gravitation mich sonst platt wie eine Flunder quetscht. Scheiße! Komm schon, Sibyl, benutz die Tretmühle. Max zuliebe. Max zuliebe? Interessant. Es hat nichts damit zu tun, dass ich abnehmen soll? Nein. Na, ein paar Dutzend Pfund könnten nicht schaden. Ach, Männer. Du verstehst einfach nicht, was ich durchmache. Ich habe mich gewandelt, Sibyl. Fahr voll auf diese Elternschaftssache ab. Tust du? Steuererleichterungen. Nett. Ich glaube, du verstehst gar nichts. Okay, wartet mal. Wenn wir jetzt vielleicht... Wir sehen uns, Sibyl. ...zu den Hormonen gehen. Vielleicht finde ich was, damit sie weniger hysterisch ist. Ach, glaubt man's denn? Ich finde diese ganze Situation sehr gestellt und frauenfeindlich. Ja. Auf jeden Fall. Nur die Hormone. Oh, vielleicht sind es ja nur die Hormone. Ich wünschte nur, es wäre jemand da, der versteht, was ich durchmache. Komm schon, Sam, versteh sie. Versteh sie bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, Entschuldigung. Bitte. Können wir sie nicht irgendwie verstehen? Ich geh jetzt mal zur Spielzeugkiste. Ich bin... Boah, keine Ahnung, was mit Sibyl... Wie wir das machen sollen. Endlich habe ich es gefunden. Hier muss Max seinen Mist aufbewahren. Ah. Ja, das ist ein paar Stockwerke tiefer. Oh. Hier drin muss es doch etwas geben, das mich von Sibyls Zustand ablenkt. Okay, okay, okay. Ich habe die Quest verstanden. Oh. Oh, was ist das? Ist das... Unsere alte Schabenfarm? Die hatte ich völlig vergessen. Und das sieht aus... Ja, eins der Eier ist kurz vorm Schlüpfen. Das ist wunderschön. Nimm die mit, Sam. Papa? Das bin ich, kleiner Champ. Das bin ich. Oh Gott, nimm die mit. Jedes Mal, wenn ich an dieses kostbare neue Leben denke, muss ich... Sorry, ich brauche einen Moment. Oh Gott, nimm die doch mit. Warum kannst du die nicht mitnehmen? Oh, ist das schön. Oh, Freunde, ist das schön. Ich weiß, ich bin so leicht zu beeindrucken. Oh, ein riesiger Schokoriegel. Ah, an den dürfen wir nicht ran. Ich wusste es. Max hat versucht, mich zu vergiften. Zum Glück habe ich genug Karamell-Eisis gegessen, um schokoimmun zu sein. Ah. Was? Nutlock. Ist auch ein Schokoriegel? Hier ist ein Eimer voll Fisch. Die alten Eimer voller Fisch. Die Dinge waren damals so viel einfacher. Mhm. Ach ja? Soweit ich mich erinnere, war alles viel komplizierter. Ach Quatsch. Tja, das ist eine andere Art Komplexität. Und auch sehr viel länger. Und die Stimmen waren... Okay, Fake Max. Wir haben's kapiert. Okay. Atombombe. Was? Atom... Nee, Autobombenspiel. Dieses Spiel stammt noch aus unserer Phase der ausufernden politischen Unkorrektheit. Ja, wann hat das überhaupt aufgehört? Nein. Ich lasse es euch wissen, sobald es losgeht. Nein. Da ist kein Resident Evil Farbband.
Alter, nein, das ist das Farbband aus dem Mariachi-Raumschiff. Sag mal, Freunde, soll das eine Anspielung auf Resident Evil sein? Ich renne immer rum und lasse Schrott fallen, den ich aufgelesen habe. Und Max sammelt alles wieder ein. Ach, schön. Wir sind ein gutes Team. Auf jeden Fall. Also, ein Farbband. Das haben wir bei den Mariachis aus dem Raumschiff rausgenommen, in Teil 2. Und was haben wir dann damit gemacht? Ich glaube, wir haben es einfach nur weggeworfen. Ja, und Max hat es wieder aufgesammelt. Okay. Max hat mir diese Mariachi-Frösche zum Geburtstag geschenkt. Tja, das ist ja echt eine super Geschichte. Worauf wartest du? Einen Pulitzerpreis? Da ist dieses Panzerschild. Wo? Ah, das Fleischbällchen-Sandwich. Aus dem Casino. Max hat Beweise von einem anderen Fall zurückgehalten. Die würden uns sicher verklagen, wenn wir die ganzen Mafia-Typen nicht schon in die Luft gejagt hätten. Jo. Hey, das sind unsere alten Fälle. Der mit dem Ding und der mit dem anderen Ding. Genau. Nimm's locker, Sam. Wir erinnern uns auch nicht an alles. Genau, das ist Brady Culture, das ist die Hypnobrille und hier dieser Teddybärkopf. Unser Souvenir aus dem mafiafreien Casino. Mhm. Den anderen Teil hatte ich in meinem Inventar. Den anderen Teil? Weiß ich jetzt gar nicht so. Das Sandwich ist auch vom Casino. Benutze Ballons. Die könnten wir Sybil schenken. Babybad-Ballons? Ja. Wenn ich die Sybil zeige, wird sie sofort... Dürfen wir nicht. Max Hirn fängt langsam an, mich zu beunruhigen. Mhm. Wir sind jetzt ein Kaktus. Was? Sam ist ein Kaktus. Und er klingt auch so. Okay. Max, President of the United States. Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. Okay. Ups, Diabetes-Cerealien. Geil. Slack. Kann ich nie lesen. New, sogar mit Kalorietabelle. Ist ja super. Strumpf. Das ist Max' riesiger Sparstrumpf. Oh. Ich dachte, den hätte er sich nur ausgedacht. Du bist zu zynisch. Aufs Sockenkonto kann man zählen. Stimmt. Oh, ich hätte auch gern einen Sockenstrumpf. Was? Einen Geldstrumpf. Also, ihr wisst schon. Mitarbeiterhandbuch. Das Freelance-Police-Handbuch für ethnische und kulturelle Sensibilität. Oh. Hat uns der Commissioner gegeben, da er meinte, wir reduzieren die Leute auf offensichtliche Klischees. Oh. Du weißt ja, wie diese Leute aus Kanada sind. Ja, aber der Commissioner ist einer von den Guten. Da hinten ist Klamotten irgendwie von Max. Gleich mal schauen. Seit er Präsident wurde, hat Max immer seine Geburtsurkunde und seine gesamten Zahnarztakten mit sich rumgetragen. Hm. Als Beweis, dass er in Amerika geboren wurde? Als Beweis, dass er geboren wurde. Hm. Das Tiki können wir gar nicht angucken. Ah, hier ist die Statue aus der Hölle. Farbband. Kabelsalat? Okay, wenn wir den nehmen wollen, werden wir zum Staubsauger. Mann, das war so ziemlich das Schlimmste, was passieren konnte. Jetzt sind wir ein Staubsauger. Ist ja geil, wir sind so ein Autobot, so ein automatischer Staubsauger. Ui, was ist das denn? Max? Sam? Hey, pass doch auf! Sam fährt von alleine, ich mach gar nichts. Aua! Wie können wir jetzt wieder zurückverwandeln? Hallo? Autsch! Ich möchte kein Kaktus sein. Halt durch, Sam Junior! Ich rette dich! Aber ich will auch kein Staubsauger sein. Du verwüstest noch den ganzen Laden. Wo könnten wir denn dagegen fahren? Wo fahren wir dagegen, Freunde? Ich bin verwirrt. Hey, pass doch auf! Autsch!
Ach, vielleicht können wir in die Röhre. Warte mal. Wartet mal. Ja, jetzt sind wir wieder Sam. Hui. Okay. Das ist also die Spielzeugkiste. Ich glaube, wir brauchen die Schabe und die Balance. Glaube ich. Nur wie? Nur wie hinkommen, wenn nicht stehlen? Oh. Falsch. Nein. Sinnlose Zerstörung hat ihre Berechtigung, aber nicht hier. Ein Herz aus Gold hat Max auch. Wie süß. Können wir ihn vielleicht mit irgendwas ablenken, den Max? Mit dem Sandwich vielleicht? Max hat Beweise. Max hat nee. Beweise. Er nimmt's nicht. Und was ist mit den Diabetes-Cerealien? Die können wir auch nicht nehmen. Röhre, Handbuch, Sparstrumpf. Also er verwandelt uns in den Kaktus. Kann das uns irgendwie helfen? Lass uns mal in die Hände gehen. Vielleicht. Ach so, wartet mal. Wir kommen aber ja gar nicht weg. Weil sobald wir den Raum verlassen, werden es immer wieder kein Kaktus mehr. Also den Kabelsalat können wir nicht nehmen. Da macht er uns zum Staubsauger. Die Ballons werden wie ein Kaktus. Und was ist hiermit? Halt durch, Sam Junior! Ich rette dich! Ja, nur wie dumm, dass ich nicht zu meinem kleinen Schabenfreund komme. Dumm. Ja, richtig. Oh, Entschuldigung. Richtig. Guck mal, da ganz hinten ist Max Knarre. Ganz im Hintergrund. Dumm. Sehr dumm. Als Kaktus kommen wir nicht hoch. Als Staubsauger erst recht nicht. Das ist Max riesiger Sparstrumpf. Ich dachte, den hätte er sich nur ausgedacht. Du bist zu zynisch. Aufs Sockenkonto kann man zählen. Was ist denn mit dem Abfluss? Da kann man nichts machen. Teddybärkopf. Wartet mal, jetzt gehen wir mal systematisch alles durch. Hier ist ein vergifteter... Hier ist... Maximus-Schrein. Ah, das sind die Klamotten von seinem Opa. Uropa. Ist es reizend oder gruselig, dass Max einen Schrein für seinen toten Uropa in seinem eigenen Körper errichtet hat? Ist schon okay, glaube ich. Was? Was werden wir denn jetzt? Ich wusste es. Max hat versucht, mich zu vergiften. Zum Glück habe ich genug Karamelleisis gegessen, um schokoimmun zu sein. Wenn wir das anklicken, wird er wieder normal. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Nein, ich will nicht Pause drücken. Es ist immer die Leertaste, weil in anderen Adventures sieht man da immer, was man alles benutzen kann. Hier nicht. Wäre aber auch zu einfach. Also ich finde es gut, so wie es ist. Autobombenspiel. Also schießen geht nicht. Das haben wir ja schon probiert. Hey, das sind unsere alten Fälle. Der mit dem Ding und der mit dem anderen Ding. Genau. Unser Souvenir aus dem mafiafreien Casino. Den anderen Teil hatte ich in meinem Inventar. Ich war dabei, eine Beziehung mit dem kleinen Kern aufzubauen, aber ich komme nicht mehr an ihn ran. Zweideutig. Ich schieße jetzt einfach mal auf alles. Sinnlose Zerstörung? Oh Mann. Halt doch die Knarre. Sinnlose Nee. Ich glaube, das bringt nichts. Sinnlose. Oh Mann, Sam, stell dich doch nicht so an. Sinnlos. Also dieses Buch mag Max bestimmt. Das Freelance Police Handbuch für ethnische und kulturelle Sensibilität. Ja. Du weißt ja, wie diese Leute aus Kanada sind. Ja, aber der Commissioner ist einer von den Guten. So.
Seit er Präsident wurde, hat Max immer seine Geburtsurkunde und seine gesamten Zahnarztakten mit sich rumgetragen. Dumm, dass ich nicht zu meinem kleinen Schabenfreund komme. Dumm. Ich weiß, Sam, du, wie kommen wir hoch? Ich kapiere es ehrlich gesagt gerade nicht. Was bringt uns denn ein Kaktus? Was bringt uns ein Staubsauger? Ich kapiere es gerade echt nicht. Also, pass mal auf. Jetzt machen wir mal nochmal Kaktus. Max hat mir diese Mariachi-Frösche zum Geburtstag geschenkt. Okay, da kommt gar nichts. Oh, armer Sam. Also, da oben geht auch nichts. Das Farbband macht mich fertig. Ich renne immer rum und lasse Schrott fallen, den ich aufgelesen habe. Und Max sammelt alles wieder ein. Wir sind ein gutes Team. Das seid ihr auf jeden Fall, Sam. Wenn ich nur an diese Balance rankäme. Kaktus. Ach komm schon, Max Hirn. Ich wollte sie mir nur mal anschauen. Ich verstehe es einfach nicht, Freunde. Versteht ihr das? Was sollen wir denn als Kaktus tun? Nein, nicht die Röhre benutzen. Was ist denn das da hinten? Da ist, glaube ich, eine CD oder sowas. Egal, kommt auf jeden Fall nicht dran. Max hat unser Souvenir. Ich war dabei, eine Beziehung mit dem kleinen Kern aufzubauen, aber ich komme nicht mehr an ihn ran. Irgendwas müssen wir doch als Kaktus verwenden können. Das gibt's doch nicht. Du weißt ja, wie diese Leute aus Kanada sind. Seite. Ja. Es bringt uns nichts. Es bringt uns einfach nichts. Okay, jetzt sind wir wieder Sam. Puh, also Kaktus oder Staubsauger, ist beides doof. Verdammte, fehlende Saugkraft. Fehlende Saugkraft, ja? Hey, können wir das Regal vielleicht umschubsen? Ganz blöde Idee. Ja, wir können! Wir können! Ja klar, weißt du, weil so ein kleiner Mini-Sauger, weil der auch die Kraft dazu hat. Gott, es tut mir so leid. Du verwüstest noch den ganzen... Halt durch! Hilfe! Oh, Baby! Hoppala. Nein! Sam! Ein Schabenfindelkind von mir sollte es eigentlich aushalten, mal aufgesaugt zu werden. Okay. Oh Gott! Das Baby. Pass doch auf! Das Baby! Wie schrecklich! Oh, Freunde! Oh, mein Herz! Es tut so weh! Oh. Oh Gott! Also... Was ist das? Eine Schabe? Wie eklig! Wie bitte? Gib sie doch nicht mir, Sam! Bring sie raus und töte sie. Hör ihr gar nicht zu, Sam Junior. Die böse Frau nimmt starke Medikamente und weiß nicht, was sie da sagt. Moment mal. Du sorgst dich wirklich um die Schabe. Ja. Stimmt's? Ja. Er ist das Versprechen einer neuen Generation. Nicht, dass du es je verstehen könntest. Ich glaube, ich habe dich unterschätzt, Sam. Das ist wahre Elternliebe. Ja. Eines echten Elternteils, nicht die einer Mätresse, einer Halbstatue. Das habe ich jetzt nicht gehört. Wir sollten endlich los und Max retten. Halleluja, Sam Junior. Jetzt, wo wir unsere treue Lebensspenderin motiviert haben, können wir Max Beine steuern und seinen Hintern quer durch die Stadt hieven. Hä? Ah, Max steuern. Sam, ich nehme eine ungewöhnlich starke Hirnaktivität bei Max wahr. Versuchst du, ihn zu steuern?
Alles unter Kontrolle, Mama Bosco. Rettungsteam, nehmt Riesen-Max-Gestalt an. Los! Motorische Fähigkeiten, volle Energie. Neuronen für transversale Verschiebung ausgerichtet, in etwa. Abgase ablassen. Oh! Aktiviere Füße und Beine. Manuelle Steuerung aktiviert. Los! Aktiviere Hände und Arme. Sam, du hast die Arme noch nicht entsperrt. Oh, okay. Wir können trotzdem noch rumlaufen und so weiter, oder? Das nehmen wir an, wenn du nichts dagegen hast, durch die Stadt zu torkeln und sinnlos alles in Schutt zu legen. Wüsste keinen guten Grund, warum nicht. Kraftwerk war irgendwas. Ach, hier. Warte, wie kommt man da hin? Never die battery. Wird uns nichts nützen, solange wir nicht Max Arme kontrollieren. Ah, okay. Sam, meine Biosensoren nehmen einen Abfall der transmotorischen elektrischen Impulse wahr. Ach, vergiss es. Willst du Max weitersteuern oder nicht? Nee. Ich bin hier fertig. Ich will zurück. Okay, müssen wir noch zu den Armen. Hier unten scheint alles geregelt. Komisch, dass wir die Ballons nicht gebraucht haben, Freunde. Sehr seltsam.